Naja, Bruchgleichung, mal ganz schnell erklärt. Aber mir gefällt das nicht, wie ich das so mache. Also das hier, das gefällt mir nicht. Warum? Es steht schon alles da. In den Bruchgleichungsvideo, da wäre ich diese einzelnen Schritte, warum ich das alles mal x minus 1 in Klammern, ja, wegen hier und wegen hier und da und da und da und da und da und wie sich das ergibt und was man da kürzen kann und so weiter. Das werde ich alles Schritt für Schritt erklären. Und ich denke mal, es lohnt sich, lieber Schritt für Schritt ein kleines bisschen mehr Zeit aufzuwenden, mitzuschreiben und dann zu sagen, ja, jetzt kann ich es wirklich. Also so Rezeptvideos, die sind mir eigentlich verhasst. Es sind ja Unterrichtsmitschnitte und da kann ich auch nicht bloß ein Rezept verteilen und sagen, so, jetzt macht mal und ich ziehe mich zurück. So geht das nicht. Deswegen werde ich auf jeden Fall hier dann hier drunter, na komm, so, hier drunter kommen dann die Verweise zu den einzelnen Videos. Schwerere, leichtere und so weiter. So, dann wünsche ich euch viel Vergnügen beim Verstehen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man es wirklich verstanden hat.